Nach dem Sturm gewalttätiger Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro in der Hauptstadt Brasilia wurden bereits mehr als 1200 Randalierer festgenommen. Kurios ist die Tatsache, dass Bolsonaro selbst, der abgedankt ist, sich in den USA aufhält, und zwar in Florida, in Orlando. Er ist Ende des Jahres am 30. Dezember ausgereist aus Brasilien. Zwei Tage später wurde sein Nachfolger angelobt. Bolsonaro wurde seither immer wieder gesehen bei ganz normalen Tätigkeiten. Er ging spazieren in einer reicheren Enklave. Er wurde gesehen im Supermarkt oder wie er Anhängern Autogramme gegeben hat. Zuletzt sagte er, er wäre ins Krankenhaus eingeliefert worden aufgrund von Magenbeschwerden. Er postete auch ein Foto. Das Ganze ist natürlich brisant, denn es gibt zahlreiche Untersuchungen noch gegen Bolsonaro und natürlich auch der Vorwurf, dass er mitschuld gewesen sein soll am Sturm seiner Anhänger auf das Regierungsviertel in Brasilia. Jetzt wächst der Druck auf US-Präsidenten Joe Biden, ihm das Visum zu entziehen. Es ist derzeit unklar, wie genau, unter welchen Umständen Bolsonaro in die USA gekommen ist. Es wird vermutet, dass es sich um ein sogenanntes A1, ein Diplomatenvisum, handeln könnte. Das State Department hat bisher dazu geschwiegen. Weiters natürlich kurios ist die Tatsache, dass nur wenige hundert Kilometer entfernt ein sehr ähnlicher bekannter Präsident lebt, der Ex-US-Präsident Donald Trump. Bekanntlich war der politische Stil der beiden Politiker sehr ähnlich. Bolsonaro wurde oft als tropischer Trump bezeichnet. Ob die zwei in Kontakt stehen, natürlich, all das ist bisher noch unbekannt.